Ja, hallo liebe Freunde, bei einer weiteren Folge City Skyline bei Mike spielt. Ja, hier mal mit einer kleinen Impression zum Anfang über unsere Stadt. Ja, ich denke, es hat sich schon einiges getan. Würde mal sagen, wir starten wieder mal. Und ich will mal sagen, da wir ja jetzt auch einen Bahnhof bauen können. Schlechte Ding. Beschleunigen wir mal etwas die Zeit, weil ich will das Riesenkrankenhaus mal bauen können. Da wir das anscheinend hier oben tatsächlich gebrauchen. So wie es aussieht. Ja, dann würde ich sagen, wir kümmern uns nachher mal um den öffentlichen Verkehr. Vielleicht zum Beispiel mal mit Zug oder U-Bahn, die wir bauen können. Straßenbahn würde ich jetzt nicht gerade vorziehen. Aber Zug wäre vielleicht noch sicherlich interessant. Aber ich würde mal sagen, die einzelnen Stadtteile miteinander zu verbinden per U-Bahn wäre sicher noch interessanter. Das hier wird entleert, das ist schon mal okay. Das hier hat noch 27%. Diese Mülldeponie. Hier hat es doch auch noch. Hier auch 74 und diese hier 32. Die ist relativ voll. Strom haben wir derzeit ja relativ, sage ich jetzt mal, genug. Und Wasser ist eigentlich auch soweit alles versorgt. Hier könnte man vielleicht noch das Wassernetz weiter ausbauen. Wenn schon da sind. So. Da haben wir nämlich das schon mal. Ich glaube, wir könnten sogar, ich weiß nicht mal, ob wir hier die Rohre updaten können dafür. Doch, wir können hier sogar noch diese Station dann mal noch bauen. Ja, den Leuten eine Heizung zu geben. Okay, wir haben 85.000 jetzt. Ich denke, wir bauen mal dieses Spital hier hin. Sehen wir mal gerade, was das bewirkt. Ja, die Heilung geht schon relativ wieder in den grünen Bereich. Ja, das heißt, wir haben jetzt schon mal relativ wieder eine gute Balance hier geschaffen. Das Bestattungswesen. Bauen hier hinten mal noch eine Sauna hin. Die Leute. Sollte ja auch noch was bringen hier. Dann wäre ja jetzt eigentlich mal. Ja. Das Geld ist wieder etwas sehr weit unten. Schauen, was wir hier haben. Haben wir hier schon was? Ja, wir könnten Shopping-Statue. Kann man sicher noch bauen. Oder ein Stadtbogen. Den haben wir eigentlich schon gebaut. Parklife, eine Statue der Industrie. Können wir erst ab
Industriegebiet mit 10.000 Quadratmetern bauen. Was haben wir hier noch? Quelle von Leben und Tod. Ein hübscher Springbrunnen erinnert Passanten an die Zerbrechlichkeit des Lebens. Anforderung für den Bau des Kernfusionskraftwerks. Aha. Anforderung für den Bau des Kernfusionskraftwerks. Aha, wenn man das hat, dann kann man dann eigentlich Lärmbelastung 25 und Alter 60. Können wir eigentlich dann einen Fusionsreaktor bauen für Stromerzeugung. Was haben wir hier noch? Okay. Ja, ich wollte eigentlich mal noch eine Zone für unsere IT-Cluster einzeichnen. Ich würde eigentlich sagen, warum auch keine IT-Cluster hier hinbauen? Die hier drüben. Wir machen die Zone dort drüben. Brauchen wir die übernommen. Im Stadtgebiet. Bauen wir machen hier mal das Stadtgebiet für den IT-Cluster hin. So. Jetzt können wir den irgendwie definieren. Moorhügel, Richtlinie. Ah. Okay. Können wir dem jetzt nicht sagen, was hier speziell ist? Bildungsschub. Anscheinend nicht so wirklich, hä? Was ist heutiger? Vor allem Wohnhäuser in viel angesagtere Smart Homes. Was der Bodenricht wird um sie herum erhöht. Etwas dort 4 pro Wohnung. Großunternehmen. Ja, jetzt wie kann man das machen? Das war jetzt eigentlich nicht das, was ich wollte. Generische Industrie. Ja, was ist jetzt hier wieder? Ihre Bürger fühlen sich krank. Bauen Sie mehr medizinische Einrichtungen, um Ihnen zu helfen. Also sollten Sie dafür sorgen, dass die Leute die Einrichtung auch erreichen können. Trinkwasser sauber ist. Hey, ist das Trinkwasser nicht in Ordnung? Müsste doch eigentlich. Bauen hier hinten noch mal so ein Teil hin. Irgendwo, wo es halbwegs funktioniert. Wäre schön. Eben im Friedhof, ja, ist immer gut. Bauen wir hier hinten noch eine Sauna rein, ne? Vorschlagen. Hier noch eine Sauna hin. Gut. Ich wollte eigentlich mal schauen wegen den IT-Clustern. Bürger bieten.
Das wäre Bürogebiet. Machen wir das mal hier hin, oder? Ich möchte hier IT-Cluster haben. Die Skyline. So. Zimmern hier. Bringen wir das mal um. IT. Cluster. Voilà. Gut, dann bauen wir hier mal eine Straße hin. Und ja, ich würde mal sagen, wir können ja hier quer rüber hoffentlich. Dann gibt es hier gleich mal eine vierspurige Straße mit Grünstreifen. Irgendwie geht. So. Ja, und da gibt es hier sicher solche Wege. Ja, vielleicht etwas kleineres. Vielleicht mit Bäumchen sogar noch. Wir können doch hier den Fang ausschalten. Oder kann ich jetzt das wieder ausschalten? Winkel. Ab der war's. Ohne Fang geht es auch, den Fang ausschalten. Dass er hier nicht fängt, kann man es nicht deaktivieren. Jetzt würde ich sagen, hier machen wir mal das IT-Cluster hier unten hin. So. Ruhe machen. Ja, liebe Leute, ich muss leider meine Aufnahme hier unterbrechen. Ja, leider wegen was Privatem. Aber wir werden hier das nächste Mal weiterfahren.
So. Die hängen schon dran. Gut. Können wir hier Lohnung hat der Häuser. Ja, das sind aber noch keine IT-Cluster hier. Die sollen eigentlich so relativ große Häuser entstehen, nicht so kleine. Ja. Ja, also, in dem Fall wünsche ich euch alles Gute und bis zur nächsten Folge. Tschüss!